Der Sprung in den Brunnen. Der König von Fang besaß eine Gattin, die höchste Schönheitszeichen trug. Wenn man die Königin des Morgens betrachtete, so erschien die Farbe ihrer Haut von reinstem Weiß, wie Wasser so hell. Mittags ging ihre Hautfarbe in zartes Rosa über, und abends verwandelte sie sich zu lieblichem Rot. Das Farbspiel war eine Freude fürs Auge und bot dem Betrachter höchstes Vergnügen. Das war also der Grund, weshalb sie Königin von den drei Farben hieß. Der König von Fang war vor Zeiten mit 5000 Familien aus Changshan gekommen, weil die Waldmänner sie vertrieben hatten. Darum hatten sie vor langen Jahren im Gebiet von Fang ihre neue Stadt errichtet. Die Königin von den drei Farben bekam eine Tochter. Die war so schön wie ihre Mutter, aber auf ihrer Oberlippe trug sie die Narbe einer Hasenscharte. Die Königin von Fang gab ihr den Namen Malika. Als Malika ins Alter der Jungfräulichkeit trat, schämte sie sich sehr vor allen Leuten wegen ihres Schönheitsfehlers. Der Vater erbaute ihr daher im Gebiet von Mei Ai eine kleine Stadt und nannte sie Malika-Stadt. Die Bürger von Fang sprachen oft über die Schönheit der Königin von den drei Farben. So kam die Kunde davon auch dem König Suto, dem Herrn von Birma, zu Ohren. Der König verkleidete sich also als ein ausländischer Kaufmann und brachte Waren aus seiner Stadt Takong mit, um sie in Fang zu verkaufen. Er erwies auch dem König seine Ehrerbietung und überbrachte der Königin Stoffe aus bestem Gewebe, und er tat das nur, um die Königin von den drei Farben aus der nächsten Nähe betrachten zu können. Als er ihr Gesicht gesehen hatte, war der Birmanenkönig Suto sogleich von Liebe zu ihrer gegriffen. Wohl kehrte er nach Birma zurück, doch wollte er seine Sehnsucht nach der Frau nicht mehr weichen. Und so dachte er nach über eine List, wie er die Königin zu seiner Gattin machen könnte. Schließlich nahm er sein Heer und zog an der Spitze seiner Krieger gen Fang. Der Krieg, der sich entspann, dauerte volle 3 Jahre. Dann nahm König Suto die Stadt Fang ein und schlug sie entzwei. Bevor die Birmanen jedoch die Stadt betraten, erzählt die Chronik, traten ein Diener und eine königliche Sklavin vor das Königspaar. Sie flehten den Herren und die Herren an, nach Süden zu fliehen. Statt ihrer wollte der Diener und die Sklavin sich die königlichen Gewänder ablegen und in den Wasserbrunnen am Ende der Stadt hinabspringen, um die Birmanen zu überlisten. Als die Birmanen die Stadt erobert hatten, suchten sie das Königspaar und erfuhren, dass der König und die Königin sich im Brunnen zu Tode gesprungen hätten. Da sie keinen Argwohn hegten, verfolgten sie die Flüchtigen nicht. So entkamen der König Fang und die Königin von den drei Farben ihren Feinden. In der Stadt Kusinarai in Indien brachten sie sich in Sicherheit.